Absolut, ja. Okay, dann von mir erstmal mach's gut. Ich muss mich jetzt hier wieder umsetzen.
Ja, so viel zu den Kinofilmen zum Movie-Kompott. Und wie gesagt, da geht es ja auch mit weiter. Und jetzt gucken wir gleich mal wieder auf unser Quiz. Wir hatten eben die Frage, was das ist. Will einer von euch das mal auflösen? Hat das jemand von euch rausgefunden? Night Mission Pinball war es, glaube ich. Das ist richtig, Michael. Und das hat der Richtige beantwortet, denn du warst 3 Sekunden schneller als Miriam und hast auch den Steam-Key gewonnen. Das können wir hiermit auch schon mal auflösen. Ja, und da ja jeder noch eine Chance haben soll, machen wir dasselbe Spielchen noch einmal. Ich suche eine weitere Frage raus. Leicht, schwer oder mittel? Was meint ihr? Was sollen wir nehmen? Leicht, schwer. Nochmal schwer? Okay, dann nehmen wir nochmal schwer. Ich habe was Schönes. Ich blende es gleich ein. Wie immer, wer zuerst per Mail die Lösung schickt, also bitte nicht in den Chat reinschreiben, der erhält den nächsten Steam-Key. Und jetzt geht's los, für 5 Sekunden blende ich es ein. Wer trägt dieses Medaillon? So, ich lasse noch ein paar Sekunden stehen. Bitte den vollständigen Namen schreiben am besten und sofort die E-Mail abschicken, dann geht's los. Ja, wie gesagt, danke auch nochmal an Wolfgang für diese schönen Fragen, die er wirklich toll vorbereitet hat. Wir werden übrigens heute Abend noch eine ganze Menge mehr reinpacken in Chat, beziehungsweise hier in die Panels. Im Chat schreibt man, das soll schwer sein. Ja, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat oder es vielleicht zu lange her ist, dann ist es schwer. Also ich wusste nicht mehr den vollen Namen. Zum Beispiel, ich habe das Spiel diverse Male gespielt. So, das muss aber jetzt reichen. Wahrscheinlich sind die ersten Mails schon eingetroffen. Dann schalten wir wieder zurück zu uns. Und jetzt geht es ja beim Top-3-Talk los. Und beim Top-3-Talk hat ja Ingo das Sagen. Das ist ja seine Idee gewesen, den dauerhaft zu machen. Und wir haben schon ein paar Leute gehört im Hintergrund. Ingo wird Gäste dabei haben und uns hoffentlich jetzt auch verraten, was uns hier die nächste Stunde erwartet. Ingo. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des Top-3-Talks. Das Top-3-Thema heute ist etwas ganz Besonderes, und zwar das Special im Rahmen der Gala. Wir suchen heute die besten Videostammtische des Retro-Kompotts. Und zwar, die Videostammtische sind ja auch ein Format, aber da komme ich noch gleich später dazu. Heute mit dabei sind natürlich der Patrick. Hallo Patrick. Moin, moin. Dann der Michael, a.k.a. Maniac242. Hallo Michael. Servus. Dann der Arne aus Oklahoma, der RSN8887. Hallo Arne. Ja, hallo. Der Manfred, der MHB75. Hallo Manfred. Ja, hallo. Hallo. Ja. Und gut, ich bin heute der Host, also ich werde nicht aktiv mitmachen, sondern nur das Ganze hier moderieren. Ja, der Top-3-Talk, das ist ein Podcast-Format für Patreon des Retro-Kompotts ab der Stufe Silber. Das ist, glaube ich, die 5 Dollar oder 5 Euro Stufe. Ist umgestellt auf Euro inzwischen, genau. Wir haben jetzt alles einfach einheitlich. Genau. Es ist jetzt bei 5 Euro oder 4,50 für die langanhaltende Patreon, genau.
Genau, und es existiert jetzt schon seit über einem Jahr, glaube ich. Also seit 38 Folgen, also es ist ja heute 39. Ich dachte, jetzt kommt es in 38 Jahren, das hätte mich erschreckt. Genau, und wir behandeln hier teilweise auch verrückte Themen. Zum Beispiel hatten wir auch mal einen Top-3-Talk über Spiele zum Weinen oder die besten Point-and-Click-Adventures, aber auch die besten Furzgeräusche des Sitz. Das war halt auch ein ganz tolles Thema. Und wer wissen will, worum es da geht, ja, der soll da einfach mal reinhören. Also das ist super interessant gewesen. Ja, heute reden wir über den Videostammtisch. Der Videostammtisch ist ein Format des Retro-Kompotts, das habe ich ja schon gesagt. Und wir spielen dort zusammen alte Spiele live und streamen diese auf Twitch. Und das Besondere dabei ist, dass halt jeder mitmachen kann. Also wer das jetzt hier hört oder so und sagt, hey, das ist ja cool, was die da machen, der klingt sich einfach ein. Wir haben das ja jetzt jeden Donnerstag um 19.30 Uhr. Da fangen wir an mit der Probe und um 20 Uhr dann mit dem Stream. Und technisch ist das nicht sehr schwierig. Also da ist halt auch völlig frei, wer da was benutzt. Also man kann zum Beispiel die Emulationssoftware nutzen, Amiga Live oder auch eine originale Hardware mit einem Screencrapper oder halt auch ein FPGA oder wie ein Mister zum Beispiel. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr Lust habt, dann kontaktiert uns. Also der Patrick, der hilft bestimmt gerne. Ja, wichtig nur, das Spiel, was ihr spielt, sollte zu sehen sein. Ganz wichtig, weil sonst kann man immer schwer über das reden, was man gerade sieht, was man nicht sieht, logischerweise. Ja. Da haben wir auf der Homepage aber auch Informationen und kleine Hinweise, wo man da die näheren Infos bekommt. Sonst kann man uns aber wirklich fragen und wir helfen da gerne weiter. Das hat sich auch super entwickelt bisher. Die Community, die ist eigentlich da relativ nett und da findet man bestimmt eine Lösung. Also wer Lust hat, teilzunehmen, der schafft das auch. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber was hat denn der Videostammtisch mit dem Top-3-Talk zu tun, Ingo? Ja, weil wir suchen heute ja den besten Videostammtisch der letzten 44 Folgen. Das sind ja 44 Folgen. Und heute natürlich können wir den Top-3-Talk im Rahmen der Gala nicht so ganz gewöhnlich machen, der ist ein bisschen anders. Und zwar haben wir jetzt neben den Top-3-Ergebnissen unserer Teilnehmer auch eine Umfrage gestartet. Und zwar, es werden auch die Top-Ergebnisse der Retro-Kompott-Community mit einbezogen. Ja, wir werden jetzt relativ zügig unsere Top-3 durcharbeiten. Und danach werden wir die 5 Platzierungen der Retro-Kompott-Community rückwärts etwas ausführlicher dann besprechen. Ja, und wer wissen möchte, wie das genau ablief, alle Top-3-Talks, wir sind nicht Top-3-Talks, alle Videostammtische sind im Archiv bei YouTube. Das heißt, wenn wir jetzt über irgendwas reden, dass wir es besonders lustig, besonders toll fanden, könnt ihr das da natürlich nachschauen, weil manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Und da auch nochmal ein Dank an Marcel, der aus allen Videostammtischen bisher noch ein Best-of geschnitten hat. Das heißt, wenn man die Kurzfassung sehen möchte, hilft das ungemein. Und es gibt einige Kurzfassungen, dabei sollte man nicht essen, weil man vor Lachen wahrscheinlich nicht dazu kommt. Zumindest ging es mir so, obwohl ich mit live dabei war. Also es gibt einige Folgen, da habe ich immer noch Tränen, wenn ich die anschaue. Gerade jetzt auch in der Vorbereitung zu heute, da habe ich mir noch einige Folgen geschaut. Und ich mache das halt immer so ein bisschen während dem Sport. Also ich habe da so ein Spinning-Bike und ich bin einmal fast vom Rad gefallen. Das war also so lustig, also genial. Aber gut, wir starten jetzt einfach mit dem 3. Platz von Arne. Also wie gesagt, Spielregel heute relativ kurz in 2, 3 Sätzen erklären, was war dein 3. Platz und warum fandest du den toll? Ja, also mein 3. Platz ist das Ghouls and Ghosts. Ich dachte früher immer, das wäre unspielbar schwer, aber ich habe dann rausgefunden, dass die Automatenversion gar nicht so schwer ist. Und warum ist Ghouls and Ghosts so toll gewesen? Wegen den Zungen. Irgendwann kommt dann später so ein Level, da kommen so schleimige, pinke Zungen aus Steinskulpturen, auf denen man dann so rumspringt und ausrutscht. Und da dachte ich mir echt, ey, was haben die Leute bei Capcom damals geraucht? Was für Pilze haben die gegessen? Wie sind die auf so einen Quatsch gekommen? Und wir haben uns dann auch total schlapp gelacht, weil Ingo ist auf den Zungen halt immer ausgerutscht und runtergefallen. Ein herrliches Spiel, das war wirklich toll. Ja, vielen Dank. Ja, Manfred, was ist dein 3. Platz? Also mein 3. Platz ist Last Ninja 2, das ist der Last Ninja 2 Stammtisch. Und da fand ich vor allem genial, sag mal, wo der Marcel im Spiel auf dem Hausdach rauskam oder komplett aus dem Spiel verschwunden ist, wo man teilweise gar nicht hin konnte. Also ich habe nach dem Stammtisch damals wirklich so lachen müssen, ich hatte den ganzen Abend Halsweh. Ich habe keinen Ton mehr rausgekriegt. Ja, das ist halt so ein typisches Symptom, das kenne ich leider nur zu gut. Ja, Michael, was ist dein 3. Platz? Mein 3. Platz ist für mich jetzt etwas sehr Ungewöhnliches, und zwar ist es Crossout.
das Spiel hat mich damals wahnsinnig begeistert. Das war das erste CPC-Spiel, muss ich sagen, das ich gespielt habe. Also ich rede speziell um diese Version. Und mich hat wirklich erstaunt, wie technisch gut es gemacht wurde. Wie viele Objekte auf dem Bildschirm gleichzeitig sich bewegt haben, ohne dass es wirklich langsamer wurde. Und das war für mich auf jeden Fall ein absolutes Highlight, das sehen zu dürfen. Vielen Dank. Ja, und Patrick, was ist dein dritter Platz? Ja, ich habe mich mal in die Lage der Zuschauer versetzt. Ich habe jetzt nicht Spiele genommen, die ich besonders gerne mag oder besonders toll fand, sondern Sachen, wo ich beim Zuschauen hinterher ja vor Lachen nicht mehr konnte oder beim Zuschauen viel Spaß hatte. Und da muss ich natürlich an unser Schlüsselkind Ingo denken. Ingo weiß wahrscheinlich schon, was es geht. Ich bleibe auch bei Last Ninja. Und ich glaube, das Schlüsselproblem hattest du bei Teil 1. Und wer jetzt nicht weiß, was ich da meine, der sollte unbedingt in das Video reinschauen, denn Ingo hat versucht, einen Schlüssel aufzunehmen und nehmen wir es mal vorsichtig, hatte dabei ein paar Probleme und musste sich zeitweise, obwohl er gar nichts dafür konnte, die Gespött der anderen Teilnehmer beugen. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch noch mal später dazu, aber schauen wir mal. Ja, vielen Dank. Dann Arne, dein zweiter Platz. Ja, mein zweiter Platz ist das Top Banana. Also es gab irgendwie nichts Witzigeres, als dieses komische Spiel zu spielen. Und es ist auch ein schönes Beispiel, finde ich, für den Videostammtisch, weil nicht nur haben wir da so Top-Banana rausgeklügelt, sondern Oliver war nebenbei auch noch dabei und hat mit Deluxe Paint die Grafiken analysiert und da versucht, die Palette zu verbessern, weil er ja Grafiker ist. Also da ist auch wieder geballtes Wissen mit drin. Und ganz am Schluss habe ich dann noch rausgefunden, dass man den Sprung ja verzögern kann, verkürzen kann, indem man nach unten drückt. Das war auch so ganz am Ende nach einer Stunde noch was Neues entdeckt. Wenn man das wusste, macht es ja sogar Spaß. Aber das sagst du uns 3 Minuten vor Ende der Sendung. Ich wusste es ja auch nicht. Also da findet man echt in diesen Spielen noch neue Steuerungsmöglichkeiten. Das ist echt war der Hammer. Super. Ja, vielen Dank. Manfred, dein zweiter Platz? Defend of the Crown. Und was so genial war, es wurde ständig versucht, die Kussszene abzufilmen und jedes Mal wieder dazwischen geredet. Und ich, wie viele 6 Versuche oder 7 Versuche waren es, irgendwas ging mir daneben. Ich konnte nicht mehr verlachen. Das war legendär, ja, da erinnere ich mich auch dran. Das war, da musste, glaube ich, der Marcel dann irgendwie 4-5 Mal diese Kussszene dann herbei spielen und es ging jedes Mal daneben. Ja, vielen Dank. Michael, dein zweiter Platz. Mein zweiter Platz ist Kenneth, oder? Und zwar war das erste Spiel, bei dem man so wirklich gemerkt hat, wie so die Stimmungskurve unterm Spielen immer weiter abgesackt ist. Das fing an mit niedlichen kleinen Robben, süßen Leichen und hörte dann auf mit bescheuerten oder beschissenen Raketenwerfern und dem Glück, endlich Game Over zu sein. Ja, da erinnere ich mich auch noch sehr gut. Das war eins auch der früheren Spiele und war auch toll. Patrick, dein zweiter Platz? Ja, ich reihe mich in die Meinung von Manfred ein. Ich habe auch ich habe auch Defender of the Crown genommen. Denn A, ich habe die Sequenz weggelabert, ein anderer hat sie weggeschrien und Ingo hat sie, Entschuldigung, die Formulierung, weggestöhnt. Und das war einfach unglaublich. Und diese 7 Versuche, die wir da brauchten, um einmal diese harmlose Kusssequenz zu sehen, das kann man eigentlich nicht kloppen. Und ich habe beim Zuschauen hinterher gedacht, das wirkt, als wenn wir das geskriptet haben. Aber hier nochmal der Hinweis, wir skripten bei den Videostammtischen nichts. Es ist wirklich alles so passiert und wir haben nichts vorher abgesprochen und auch nicht geübt, was wir sagen. Ja, ich habe mittlerweile Probleme zu sprechen, weil hier meine Lachmuskeln, die haben sich hier irgendwie total, verkrampft. Und es ist echt schwer, hier noch einigermaßen ernst zu bleiben. Aber gut, Arne, dein erster Platz. Ja, mein erster Platz, wie könnte es anders sein, ist natürlich Last Ninja 1. Ein wunderbares Spiel, tolle Grafik, super Musik. Ich kannte es gar nicht so gut. Und dann Ingo versucht, den Schlüssel aufzunehmen und er schafft es. Ich meine zu ihm, sag mal, machst du das extra? Kannst du es wirklich nicht? Und dann gehe ich selber hin, schaff's auch nicht, den Schlüssel aufzunehmen. Und Danny spielt zum einen so, hier ist doch ganz leicht, zack. Und wir rasten alle aus. Also unglaublich cool. Das war echt ein Moment. Und ich habe es dann auch fast durchgespielt zum ersten Mal in meinem Leben. Also bis zum letzten Level bin ich gekommen. Und es war wirklich genial. Ja, vielen Dank. Manfred, dein erster Platz? Das ist dann bei mir, wie gesagt, nochmal Top Banana, weil ich habe es noch versucht gehabt zu zocken oder beim Stammtisch zuzuschauen und ich konnte mich nicht mehr einkriegen wegen den Sprunggeräuschen. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, es ging nichts mehr. Ja, man muss dazu sagen, das ist halt auch so ein Gestöhne bei Top Banana. Das ist halt sehr merkwürdig und es hat aber Laune gemacht irgendwo. Ja, vielen Dank. Dann Michael, dein erster Platz?
Mein erster Platz, den belegen gleich drei Spiele. Und zwar die komplette Last Dünja-Reihe. Weil die einfach so viele herrliche Stilblüten in sich trägt. Das ist der Schlüsselmoment. Das ist das Versuch, über den Sumpf zu hüpfen. Es ist im zweiten Teil das Dachfenster, durch das man erstmal, zu dem man erstmal gelangen will. Oder im dritten Teil das Abseilen. Oder das Loch. Wer die Best of gesehen hat, weiß genau, worum es geht. Es ist einfach herrlich. Ja, vielen Dank. Patrick, dein erster Platz? Ja, ich muss schon wieder Manfred nachklammern. Ich habe auch Top Banana auf Platz 1 gesetzt, weil was Hässlicheres, Bekloppteres und gleichzeitig Lustiges habe ich fast nicht gesehen, aber ich brauche darauf jetzt nicht mehr eingehen. Es wurde eben schon gesagt, alleine die Sounds waren schon der Hammer und ich muss auch da immer wieder diesen Gag erzählen, dass wir Top Banana bei uns im Museum vorgeführt haben, auf einem Rechner, weil wir Kunden oder Besucher ärgern wollten, in Anführungszeichen. Habt ihr ein schönes Amiga-Spiel? Ja, guck mal hier. Und wie gesagt, wenn ich hier neben mich greife, habe ich ja auch immer natürlich einen Top-Banana-Griff bereit, weil das muss man ja auch immer mal wieder, das ist so ruhig besser, immer mal zeigen. Recycelbares Papier, ganz wichtig, wenn man Spiele nicht mehr braucht. Und da war ja der Hammer, dass das Spiel sich bei uns im Monitor eingebrannt hat. Und am nächsten Tag wollte eine Gruppe Sensible Soccer spielen und da stand auf dem Bildschirm immer noch Top-Banana. Ja, die Rache eines Spiels, deswegen auf Platz 1. Und ich habe noch einen aus der Konkurrenz auf Platz 1. Wir haben ja einen Videostammtisch gehabt, der nicht in der offiziellen Zählung drin ist, der in der ein Gala mit drin war. Und der war eigentlich der lustigste, weil wenn man sich einen Stammtisch anschaut, der wie ein Best-of wirkt und man im ganzen Stammtisch fast das Spiel nicht sieht, weil alle nur schreien, fluchen und schimpfen, dann muss man es erwähnen, das ist natürlich Yolanda. Und das ist eine Sache, was ihr dort seht, das ist ja wie gesagt auch im Archiv zu gucken, ist kein Zusammenschnitt. Das ist genau live so abgelaufen und das kann sich keiner vorstellen. Also wer bei YouTube mal auf das Yolanda Video klickt, wie gesagt, es ist wirklich kein Best-of. Wir haben es live so gespielt und wenn ich an den armen Robin denke, wie er kalkweiß hinterm Schreibtisch saß und keine Luft mehr bekommen hat, nur weil er zugeguckt hat, dann zeigt das, glaube ich, dass das auch ein verdienter erster Platz wäre, aber das ist ja nicht im offiziellen Kanon. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt doch direkt zu der Community Top 5. Und zwar, ich habe einige Zitate aufgeschrieben. Dummerweise wurde es jetzt auch schon genannt teilweise, was halt natürlich jetzt nicht ganz so schön ist, aber gut, ich sag's nochmal und ihr könnt es dann nochmal erraten, ob das jeder von euch weiß oder für das Publikum nochmal erklären. So, Platz Nummer 5. Ja, Moment, Zitat. Werde eins mit dem Loch. Ich will dir nicht abgeseilt. Ja, Michael hat's gesagt. Okay, dann Michael, du ruhig. Also was war das? Also erinnert ihr euch noch daran? Welcher Teil? Last Ninja 2, würde ich jetzt sagen. Last Ninja 3. Genau, oh nein, der dritte Teil war es. Falsch. Ja, Last Ninja 3. Erinnert ihr euch noch an andere Highlights? Oder wie war das Spiel für euch insgesamt? Also ich fand es interessant, weil ich ja nicht mitgespielt habe. Ich mag Last Ninja nicht so gerne, weil es isometrisch ist. Aber ich fand es toll, wie weit ihr gekommen seid, wie lange wir es spielen konnten. Und so Stellen wie Oliver, der auf ein Boot springen wollte, was nicht ganz die korrekte Größe hatte, sag ich mal. Oder wenn sich irgendwelche Leute im Gras festgelaufen haben oder irgendwo auftauchten, wo sie gar nicht hingerannt sind. Ich glaube, wir hatten auch einen Lauftrainer irgendwo, weil die Figur festgefroren war, aber die Beine noch bewegt hatte. Ja, es gab etwas ganz Fieses bei dem Spiel, und zwar, das wussten wir nicht, die Versionen waren auch unterschiedlich. Ja? Der Michael hatte die Amiga-Version gespielt und ich hatte die C64-Version gespielt. Und der Michael kannte das schon ein bisschen und der ist dann immer vorgelaufen. So, und ich habe dann versucht, das Ganze nachzumachen. Und er ist dann eine Wand hochgeklettert. So, und dann wollte ich auch die Wand hochklettern. Und es ging einfach nicht. Und dann kam irgendwann der Manfred dazu. Und dann habe ich mit Manfred versucht, die Wand hochzuklettern. Und es ging einfach nicht. Es ging nicht. Ja, ich stand dann 15 Minuten an der Wand und habe es einfach nicht geschafft. Ich war frustriert. Ich habe dann halt geflucht und so. Das trägt natürlich so ein Spiel nach sich. Bis wir irgendwann mal festgestellt haben, dass die Amiga-Version und C64-Version sind vom Spieldesign total unterschiedlich. Die haben zwar teilweise die gleichen Grafiken, aber andere Wege. Also man muss an einer anderen Stelle hochgehen und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, und das wussten wir nicht. Es gab auch zum Beispiel Endgegner, die waren beim Amiga auf der Straße und beim C64 musste man halt in ein Haus reingehen, wo dann der Endgegner war. Und es gab bei der Amiga-Version auch viele Utensilien, die man gar nicht benutzen konnte. Und das hat natürlich das Ganze ziemlich konfus gemacht. Ja, und Ingo, falls du mal in den Chat guckst, Miriam wühlt auch noch gerne in deinen Wunden.
Genau, das habe ich ja schon gesagt, also mit dem ich kriege ihn nicht abgeseilt. Das muss man auch dazu, das muss ich vielleicht nochmal erklären für die Leute, die das jetzt nicht nachvollziehen können. Vorsichtig bei den Formulierungen, bitte. Ja, ich versuch's. Und zwar, der Ninja, der stand halt auf irgendeiner Klippe und man wusste halt nicht, wo es weitergeht. Ja, und man hatte ein Seil und man hat dann versucht, mit diesem Seil irgendwo dann runterzusteigen. Und es hat irgendwo nicht geklappt, weil ich glaube, bei der Amiga-Version, da musste man sich dann mit dem Seil irgendwo runterlassen. Ich bin da nicht mehr sicher jetzt, wie das genau war. Auf jeden Fall habe ich diese Stelle nicht gefunden. Ja, und dann habe ich natürlich geflucht und dann, ja, wo kann ich mich abseilen? Ich kriege hier nicht abgeseilt, den Ninja und sowas. Und das war natürlich dann auch Situationskomik. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass hier eigentlich nur so pubertäre Leute drin sitzen, die dann halt über solche Sachen Witze machen. Das ist halt so Situationskomik. Und ja, es war halt schon irgendwo dann also lustig. Und letztendlich musste man nicht abseilen, sondern mit den Krallen runterklettern. Das war halt was anderes. Und wenn man halt dann auch so 10, 20, 30 Minuten an der Stelle verbracht hat und kam nicht weiter und kommt dann weiter, dann freut man sich wie ein kleines Kind. Ja, das ist halt, eine andere Komik war, glaube ich, auch mit einem Stöpsel, den man aufheben musste und dann, ich kriege ihn nicht hoch, den Stöpsel, ja, und das war halt dann auch irgendwo ein bisschen urkomisch, weil das Spiel war halt auch total verbuggt, hat auch teilweise nicht funktioniert, dann auch die Wege waren total verschwurbelt, man ist bei Last Ninja 3 irgendwie rechts mal rausgegangen, zweimal nach rechts und kam plötzlich beim ersten Bild von unten wieder rein, also das war total verwirrend, also das Spiel hatte wirklich ziemlich viele Fehler und das wurde halt dann auch zum Verhängnis und hat dann halt auch diese Komiken, Situationskomiken halt herbeigeschworen irgendwie. War dadurch aber auch so total gehaltsam. Also ich hätte niemals gedacht, dass der dritte Teil der lustigste wird beim Zuschauen. Also. Ja, also das, vor allem niemand hätte gedacht, dass wir den Teil auch durchspielen, weil am Anfang wollte eigentlich keiner mitmachen. Ich glaube, der Danny, der hat ja auch dann irgendwie ein bisschen Hals gehabt, der wollte das nicht machen und ja, dann haben das dann doch ziemlich viele durchgespielt. Eigentlich alle. Ja, und ich erinnere mich auch noch an das letzte Level. Das war halt auch noch interessant. Ich wollte irgendwann mal ins Bett gehen, weil ich musste am nächsten Tag arbeiten und es war halt schon wirklich spät. Ich glaube, es war schon 12:30 oder sowas. Und der Michael war, glaube ich, dann vor mir und der hat irgendwie das letzte Level in 10 Minuten durchgespielt. Dann habe ich gesagt, was, wie geht das denn? Weil die haben halt im letzten Level irgendwie scheinbar keine Lust mehr gehabt und das war halt dann alles dann relativ schnell zum Durchspielen. Ja, und dann ist man einfach dann halt da ein bisschen gerannt und dann kam der Endgegner, wo man dann halt noch diese Ninja-Sterne mit dem Schwert abwehren musste. Das ist halt auch noch irgendwo ein bisschen lustig, aber dann haben wir es dann halt durchgespielt alle und das war halt echt auch dann ganz toll. Ja, so, dann habt ihr noch irgendwie ein absolutes Highlight, ein letztes Highlight, bevor wir zum nächsten Platz gehen? Keiner mehr? Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt zum nächsten Platz. Und zwar Platz Nummer 4. So, dann zitiere ich mal gerade. Und ihr müsst auch erraten, von wem der Spruch dann kommt. Von Ingo, immer von Ingo. Nein. Der erste, das war von mir, aber jetzt komme ich nicht mehr dran. So, die Perspektive ist zum Kotzen, die funktioniert nicht. Das war 3D-Lennings. Moment, warte mal. Dann noch ein zweiter Satz. Meine Frau hat einen Bart und Haare auf der Brust hier. Was? Also das mit der Perspektive wird Arne gewesen sein, aber... Nee. Oliver. War nicht falsch. Oliver, ja. Oliver, genau. Der beschwert sich auf Perspektiven. Genau. Und dann, meine Frau hat einen Bart und Haare auf der Brust hier. Wer ist das? Also die Anwesenden waren es nicht. Wer nimmt denn sonst noch regelmäßig an den Videostammtischen teil? Marcel? Genau, Marcel, der hat's gesagt. In welcher so. Folge? Ja, und welches Spiel? Uck? Nee. Nein. Einfach reinreden, reinraten, haut euch. Ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Ihr habt schon genannt. Top Last Banana war aber keine Frau. Was lassen wir jetzt zwei? Last Ninja 2 ist der vierte Platz. Ach, die Frau aus dem Fenster. Genau. Stimmt, genau. In New York, und in den Straßen. Die man so durchgeschmeißt. Genau, der Oliver hatte, glaube ich, irgendwie so eine kranke Version, ich glaube, von BBC Micro oder sowas gespielt. NES, glaube ich. Oder NES, genau, NES. Nee, BBC Micro war dann, glaube ich, die
ich weiß nicht, war das Last Ninja 1 oder ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr dran. Auf jeden Fall hatte der halt irgendwie eine komische Folge. Und das war doch mit dem Riesenboot. Das war das mit dem Boot, wo er raufgesprungen ist. Also wurde es irgendwie auch nicht so, oder mit dem kleinen Boot, also wo das auch dann mit der Perspektive nicht gepasst hat. Hat er, glaube ich, auch noch gesagt, dass halt das SNES war total ungeeignet für das Spiel. Oder das, nee, das NES war total ungeeignet für das Spiel, genau. Oliver schreibt es gerade im Chat. Er hat das Ninja 1 auf dem BBC Micro gespielt, ja. Ja, das 1, genau. Und das 2, das hat er auf dem NES gespielt, genau. Und da hat er das halt scheinbar darauf bezogen, dass die Perspektive halt nicht gut war. Genau. Ja, jemand, ich glaube, der Manfred hat es vorhin genannt, das Last Ninja 2. Genau, ja. Und der Michael. Was waren denn eure Highlights jetzt da bei dem Spiel? Erinnert euch noch? Die Highlights, also ein absolutes Highlight war, als es darum ging, ins Haus des Oberbosses einzubrechen, man mit dem Hubschrauber auf dem Kaminsims gelandet ist und von dort dann über ganz enge Stege bis zum Dachfenster gelangen musste. Es ging auf dem C64 noch so einigermaßen gut. War aber auch schon nicht ganz einfach. Und Marcel hat da, glaube ich, komplett ausgetickt und hat eine halbe Stunde versucht, überhaupt vom Kamin runterzukommen. Ja. Und ist regelrecht dran verzweifelt. Der hat dann schon mit Safe States gerade nach jedem Schritt abgespeichert, der ihm gelungen ist, bis er dann endlich mal dieses Dachfenster erreicht hat. Ja, Marcel ist da irgendwie echt kollabiert. Ich erinnere mich auch noch dran. Er ist echt ziemlich ausgerastet. An der Stelle, ich noch ausgerastet bin, im zweiten Teil, das war dieser eine Abgrund, wo man über die Fässer oder Kisten springen musste. Irgendwo mitten im Spiel drin. Da habe ich eine halbe Stunde gehangen und schon ernsthaft vor mich hingeflucht. Du meinst die Stelle, wo ich einfach drüber gelaufen bin? Ja, genau. Da habe ich dann auf dich geflucht. Ich hatte am meisten Spaß mit dem Papierboot, was ihr eben sagtet. Die NES-Version, die Oliver gespielt hatte, wo er auf dieses Papierboot draufgesprungen ist, was aussah, als wenn das niemals ein Ninja tragen kann. Und was ich auch lustig fand, dass er da nicht, was irgendwas nicht stimmte mit der Logik. Aus hohen Höhen kann er teilweise runterspringen, aber auf Deutsch gesagt, am Kannstein stürzt er und stirbt. Oder wenn er die Füße ins Wasser packt, ertrinkt er. Also da waren so Sachen drin, die waren einfach komplett weder jeder Logik. Ja, das generell ist, fand ich Patrick, dazu eben mit dem Gras, dass der Ninja, der Leute tötet, als wäre es nichts, nicht über Rasen gehen kann. Wahrscheinlich, weil da Rasen betreten Verbotenschilder stehen oder so. Das fand ich auch immer witzig. Dann war es ein deutscher Ninja. Ja, genau. Oder dass er halt auch nicht schwimmen kann und halt irgendwie, wenn er so ein kleiner Bach ist, dann halt ertrinkt. Das ist halt dann auch etwas merkwürdig. Wahrscheinlich, also da gibt es ja auch so einige Stellen so mit so Flüssen, ja, wo halt wahrscheinlich gerade mal so 20, 30 Zentimeter Wasser durchläuft und der ertrinkt dann halt sofort, wenn er so reinfällt. Also das ist halt dann schon ein bisschen komisch, aber ich habe auch noch was. Ja? Ich habe ja Last Ninja 2 tatsächlich im Videostammtisch dann irgendwie durchgespielt. Ohne Cheat und so. Und das war auch so ein Spiel, das dachte ich für immer, das ist unmöglich, das kann man nicht schaffen und so. Und dann ist es eigentlich, wenn man sich so zusammen auch, wenn man euch dabei hat, dann fühlt man sich auch nicht so unfähig irgendwie. Und mit einmal hat man Mut und schafft es. Also das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, das finde ich auch toll. Also so schwer sind die alten Spiele zum Teil gar nicht. Aber beim Endgegner, beim letzten Endboss bin ich dann auch richtig ausgerastet, weil ich dachte, das schaffe ich nie. Und irgendwie habe ich es dann geschafft, diese dummen Kerzen da anzuzünden. Das war dann auch gar nicht so schwer. Da gab es auch irgendeinen Trick, den ich dann, glaube ich, da auch da beschrieben habe. Ich weiß nicht mehr genau wie. Man musste irgendwas zuerst machen und dann erst die Kerzen anzünden und dann ging es oder so. Aber es war cool. Ja, wobei ich muss jetzt sagen, ich bin schon etwas überrascht gewesen, dass jetzt Last Ninja 2 vor Last Ninja 3 positioniert ist. Weil ich fand das jetzt, es war eine gute Folge, aber ich fand, der zweite Teil war normal für mich. Also ich fand den gefühlt jetzt nicht so überragend. Also da fand ich den dritten Teil besser. Aber es ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich hätte den jetzt weiter vorne geschätzt. Weil es gab da jetzt nicht so viele Highlights beim zweiten Teil, weil der war halt auch relativ normal, fand ich. Also auch vom Spielablauf, da gab es halt keine Spiele, was halt so eine, also der Spielablauf wurde halt nicht so extrem gestört. Bis auf die Sprungpassagen beim ersten Teil waren halt so schlimm, ne? Der zweite hat eine richtige schwere Sprungpassage gehabt. Für die meisten zumindest. Die habe ich, glaube ich, auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schon so lange her. Ja, und die Retro-Demenz, die ist halt auch nicht förderlich.
Ich fand auch Teil 1 witziger, allein wegen dem Schlüsselmoment und dann auch diese Gegner, die aussehen wie Freddie Mercury und diese ganzen komischen Kommentare, die ja. da auch von uns allen immer kamen. Aber warte mal, Arne, ich glaube, wir reden vielleicht dann nochmal später darüber. Ach ja? So, okay. Also, okay. Lass mal jetzt, war das ein Spoiler? Ja, ja. Mal sehen, so ganz leichter Finger, nee, Augenzwink, so, das kann ich jetzt hier sogar machen. So, dritter Platz. Genau, dritter Platz. So, warte mal, ich muss erst mal gerade gucken hier in meiner Tabelle, wie das gewählt wurde. Ja, das wurde doch relativ gut gewählt. So, das ist, ich zitiere jetzt mal gerade. Wir haben sehr viel Spaß und das ist die Hauptsache. Ja, total. Wann hören wir auf? Wir haben noch nicht einmal angefangen. Yolanda? Genau. Banane. Nee, Yolanda. Das war, ja. das war dieser Rage, also Yolanda war ja wirklich irgendwie so ein Achterbahn der Gefühle eigentlich. Und für mich ein Highlight. Oder redet erstmal ihr, was waren denn eure Highlights bei Yolanda? Ich möchte über Yolanda nicht mehr reden. Du wirst jetzt gezwungen. Das ist, nein, man erkennt mich ja so wenigstens nicht. Die Community fordert das. So ist aber gut. Ich muss mal einmal das Spiel justieren. So, ja, also zu Yolanda möchte ich nichts mehr sagen, außer dass das Zuschauen Spaß gemacht hat, aber man, wie gesagt, dabei nicht essen darf, weil ein Spiel, man muss es mal erklären, wo man im Durchschnitt unter 2 Sekunden überlebt, ist einfach nur scheiße, Entschuldigung. Und wenn dann mehrere Leute aus dem Retro-Kupfer-Spiel aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht warum, plötzlich anfangen, Fanboys und Fangirls dieses Spiel zu werden, dann muss ich es nicht verstehen. Und weil ich jetzt frage, warum ich es dann hier als Original habe, ja, das kommt bei uns im Museum wieder in die Vitrine und die Vitrine ist abgeschlossen. Und zwar nicht, damit es nicht geklaut wird, sondern damit ja keiner auf die Idee kommt, dieses Spiel in den Amiga reinzulegen. Das zu Yolanda. Also ich habe ja versucht, das Spiel zu erklären und bin beim Erklären irgendwie schon 10-mal Game Over gegangen in dieser einen Minute und immer mit 0 Punkten. Und ich muss echt sagen, ich habe selten ein Spiel gespielt, wo ich derartig brutal getötet werde und am Ende wirklich so Punktzahl 0 kommt. Das ist echt schon was Besonderes. Aber es hat dann trotzdem richtig Laune gemacht. Aber man muss jetzt sagen, es gab ja auch so einen Stimmungswechsel und zwar... Nach einer halben Stunde hat jeder auf das Spiel geschimpft, hat es verflucht, hat mich verflucht, ich glaube, die Welt verflucht. Also ich glaube, hätten wir dann abgebrochen, eine ziemlich hohe Selbstmordrate gehabt in der Community. So, und dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte. Weil, Oliver sagt, das ist gut zusammengefasst im Chat. Er schreibt, nein, es hat keinen Spaß gemacht. Genau, genau. Auf jeden Fall sagte dann irgendjemand, der Arne, der wird das dann eh irgendwann mal mögen, ja. So, und irgendwann mal, ich glaube, 10 Sekunden später, da gab es dann halt so den ersten, da hat der andere irgendwie eine Bemerkung gemacht, ja, aber eigentlich die Animationen oder so sind ja ganz süß oder nett oder sowas. Irgendwann, und dann fing es plötzlich an und hat der Arne halt dann so richtig umgeschwenkt und da hat man so richtig schön verfolgen können, wie der Arne halt erstmal total negativ, also vom Meckern und sonst was, naja, eigentlich geht das ja. Und dann hat es halt umgeschwenkt und dann hat er ja auch dann später gesagt, naja gut, wie jetzt schon, ich will noch weiterspielen und sonst was. Und und dann hat es ihn halt dann vereinnahmt, das Spiel. Und das Interessante war ja, er war ja nicht der Einzige. Die Miriam, die war ein bisschen langsamer, die hat länger gebraucht und die hat das Spiel erst nach dem Stammtisch zu schätzen gewusst. Und dann gab es ja noch einige andere Leute aus der Community, wo dann plötzlich das auch dann sogar mit den Kindern gespielt hatten. Ja, also das ist aber wirklich schon grenzwertig. Da müsste man gegen vorgehen. Tut mir leid. Das ist jetzt eigentlich Kindesmissbrauch, wenn man das Kinder vorsetzt. Also, das geht gar nicht. Also, nein, man muss ja dazu sagen, du warst ja der erste Fanboy. Deswegen müssen wir mal klar sagen, Ingo ist das Hauptproblem gewesen. Okay, wir vermuten, Moment, wir müssen eine Erklärung finden. Wir vermuten, das liegt am übermäßigen Ingwerkonsum oder an den Erdnüssen, die du dabei gegessen hast. Da war irgendwas nicht gut. Sonst kann man sowas nicht mögen. Und wenn du jetzt 2, 3 Leute findest, die deiner Meinung sind und die restlichen Leute, die das Spiel kennen, das werden Millionen sein, es nicht gut finden, dann ist es erschreckend, dass diese Fangruppe sich hier beim Retro-Kompott oder beim Videostammtisch gebildet hat. Also, ja, da tun sich Abgründe auf. Man muss ja dazu sagen, das Ganze war ja aus einer Schnapsidee herausgewachsen. Und es wurde immer über Yolanda gelästert, ich weiß auch nicht von wem. Und ich hab dann mal gefragt, ja, was ist denn an Yolanda so schlimm? Ja, was ist das denn, wo ist das Problem? Und dann wurde ja dann von dir gesagt, weißt du was, wir machen mal mit dir ein Videostammtisch, ein Sonderformat.
Und ich soll einfach mal Yolanda spielen. Und ich das kann hatte das aber überhaupt Ego, der Hintergrund ist doch ganz einfach. Die Zuschauer wollen jemanden leiden sehen, wollen, dass jemand flucht, dass jemand schimpft. Ich dachte mir, dann nehmen wir den Ingo, der kann gut fluchen, der kann gut lustige Sprüche ablassen. Und wenn er das Spiel nicht kennt, er wird dieses Spiel hassen, er wird schreien, er wird toben. Und dann haben wir das Spiel ja das erste Mal live gezeigt und du hast völlig anders reagiert, als alle gehofft haben. Du fingst an, Gefühle für das Spiel zu entwickeln und das war traurig, es war schrecklich. Und im Chat wird es auch da nochmal richtig zusammengefasst, nämlich von Dark Metatron, Ingo ist der Yolanda-Patient Nummer 0. Der Manfred war ja auch dann da dabei direkt noch, der kam ein bisschen später dazu und der fand es jetzt auch nicht so schlimm, der hat es ja auch dann gespielt, ein bisschen gezockt und so und was halt krass ist bei Yolanda, Yolanda ist halt wirklich ein Spiel, wo man halt eine Lernkurve hat, die halt irgendwie extrem flach ist, also man muss erstmal wahrscheinlich eine halbe Stunde spielen, bis man das Spiel mal eingeordnet bekommt und dann fängt man an, so allmählich halt auch Punkte zu kriegen. Ja, das geht dann. Ich widerspreche dem energisch, Ingo. Ich habe dieses Spiel jetzt 5 oder 6 Mal wieder angefangen zu spielen. Ich frage mich natürlich, warum ich es getan habe. Ich weiß es nicht, weil ich vielleicht denke, gut, wenn 2, 3 das gut finden, gibt dem Spiel noch eine Chance, noch eine Chance, noch eine Chance, noch eine Chance. Und ich stelle mich jedes Mal gleich blöd an. Ich habe bei mir keine Lernkurve. Die Packung fliegt jedes Mal weiter weggefühlt und ich hole sie trotzdem immer wieder. Und das ist noch erschreckender. Also ich habe keine Lernkurve in dem Spiel, definitiv nicht. Die Devil sind ja auch zufällig. Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie das Spiel funktioniert. Da kann man sich ja an nichts gewöhnen. Das ist ja das Schöne dabei, dass halt die Level, die werden halt immer durcheinander gemixt, dann ausgespielt. Ja, das heißt, man hat je nach Schwierigkeitsgrad eine bestimmte Anzahl an Leben. Ich glaube jetzt so beim mittleren 5 oder ich weiß jetzt gar nicht mehr, oder 3, keine Ahnung. Und wenn man stirbt, dann fängt man mit einem anderen Level an. Und deswegen, man muss sich halt so die Spielmechanik von ganz vielen Leveln gleichzeitig einprägen. Und man hat halt auch keine Zeit irgendwie zum Denken, man muss sofort reagieren. Ja, man muss dann halt wirklich, das Spiel ist halt auch ziemlich schnell, man stirbt schnell, aber man wird halt auch wieder dann schnell reingeworfen. Und ich glaube, wenn es mal während des Spiels das Telefon klingelt und man geht ran, dann ist man halt 3, 4 Mal gestorben direkt. Also das ist halt, das geht ratzfatz. Und man muss halt bei dem Spiel halt viel auswendig lernen. Es gibt halt Plattformen, die sind versteckt, wo man halt drauf hüpfen muss. Also man muss teilweise auch ins Unbekannte springen und sehr viel halt try and die. Ja, also versuchen und sterben und Progression halt durch Sterben. Und ist nicht jedermanns Sache, aber mir hat das gefallen, beziehungsweise jetzt nicht einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Sorry, Miriam. Allerdings ist es jetzt auch das schlechteste Spiel, finde ich. Also es ist so im Middle-Range und ich würde es immer wieder weiter spielen. Aber gut, es ist jetzt halt auch kein Spiel, wo ich jetzt... mittlerweile haben wir ja hier so eine Art Kult entwickelt. Ich würde es auch gerne kaufen irgendwann mal. Aber es ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich jetzt halt irgendwo... obwohl eigentlich schon. Also ich sage jetzt lieber nichts mehr. Ich glaube, wir gehen zum nächsten Platz. Naja, okay. Yolanda ist ein schwieriges Thema, da kann man sich nur verrennen und man kann halt nur, ja, was Falsches sagen. Gut, nächstes Spiel. So. Zitat. Nein, jetzt gibt's ein Massaker. Ja, bitte, ich will's sehen. Ach, Lemmings. Genau, das war, wisst ihr noch, wer das war? Amiga Master. Nein? Nee, ich meine. Das könnte Miriam gewesen sein. Nee, das war. Kann es sein, dass ich das Ich will's sehen gesagt habe? Genau. Das war nämlich okay. In dem Zusammenhang. Ich hatte da irgendwie so, glaube ich, eine riesen Brücke gebaut und es ging irgendwie daneben. Also ich habe dann den Endpunkt nicht mehr getroffen. Und dann sind die Leute in die falsche Richtung gerannt und ich hatte, da war eine Guillotine. Und ich habe die irgendwie weg von der Guillotine leiten wollen und habe dann irgendwo so einen falschen Stopper eingebaut. Und dann sind die alle zur Guillotine gerannt. Ja, und ich habe gesagt, oh nein, Mist. Weil ich habe ja irgendwie 10 Minuten an dem Level gespielt und war frustriert und habe gesagt, oh nein, jetzt gibt's ein Massaker. Und du hast dann wirklich, wie, was, ich will es sehen. Zeig. Und du hast dich ja voll gefreut an meinem Leid. Und das war halt dann irgendwie urkomisch. Und es war halt schon irgendwo ein cooler Magic Moment, sag ich mal. Es war schon lustig aus der Situation. Also es kam aber auch nur, das ist Situationskomik, weil
Das kann man halt auch schwer verstehen, wenn man das jetzt nicht sieht. Ja, das ist halt toll gewesen. Gell? Was, naja, was denkt ihr dann? Es waren halt diese Fallen, die so wunderschön animiert sind. Und das, das wollte ich halt sehen. Das hat man dann auch sehr schön endlich mal gesehen. Und was auch toll war, war, das wurde ja noch witziger durch den Zusammenschnitt von Marcel. Weil Marcel hat ja Lemming gespielt an dem Tag, muss man dazu sagen. Er hat sich auch so verkleidet, hatte irgendeinen Wischmopp auf dem Kopf, einen grün, also Perücke wahrscheinlich, und sah auch aus wie ein Lemming und hat immer so getan, als wenn er seine Familie ist. Und hat dann auch noch immer die Namen gerufen seiner Leute und, oh, wo ist denn Tante sowieso? Oh, sie ist weg. Und er hat auch noch im Abspann später hunderte von Namen eingeblendet, wie seine ganze Familie heißt. Und dadurch wird es nochmal noch witziger. Und Miriam könnte vielleicht nochmal in den Chat reinschreiben, sie hat einen Lemming-Reim gemacht während der Live-Sendung, wo ich auch schon am Boden lag. Ja, Tante Jutta war es, danke an den Chat. Ja, war sehr unterhaltsam, aber auch wieder aus der Situation raus. Lemming ist natürlich auch ein tolles Spiel, Gottes Willen, aber dass solche Sachen so witzig werden können, das kann man vorher noch gar nicht erwarten. Genau, man muss dem Marcel nochmal danken, der hat ja also diese Credits da eingespielt, da waren, glaube ich, auch noch alle unsere Namen drin. Und das muss man in Zeitlupe sich anschauen. Dummerweise habe ich es nicht geschafft, irgendwie das Ganze in Zeitlupe zu sehen, weil irgendwie der Player, den ich nutze, der kann das nicht. Ich habe es nur im Vorbeifliegen, habe ich irgendwo mal eine 2000 gesehen, so ganz schnell, so ein Frame. Und da habe ich das halt dann mir gedacht und dann wurde es ja auch bestätigt, dass da halt die Namen dann drin vorkamen. Ja, war ganz toll. Ihr habt es aber nicht genannt gehabt jetzt. Gell? Das ist jetzt erstaunlich gewesen. Also die Community hat da anders abgestimmt. Das war immer der zweite Platz. Er ist auch ein bekanntes Spiel, wie gesagt. Wenn es um schöne oder gute Spiele geht, dann hätte ich das auch genommen, Gottes Willen. Ich habe allerdings auch in der Community anders gewählt als jetzt hier. Du hast nur einmal gewählt? Ja, in der Community. Die gespaltenen Persönlichkeiten im Retro-Komfort, ja. Miriam hat noch ein schönes Zitat im Chat drin. Das war einmal bei Lemming, wo Marcel sagte, hat jemand Tante Jutta gesehen? Nein, aber ich kann sie riechen. Ja, das war eins der Highlights. Wie gesagt, schaut da noch mal rein in die Archive, dann versteht ihr, worüber wir hier reden. Es gab da viele lustige Sprüche und war eine tolle Folge insgesamt. Ja, gut, jetzt kommen wir dann zum Platz 1. Ja, ich habe schon ein bisschen gespoilert vorhin. Ja, es fehlt ja immer noch ein Ninja, ne? Wie war das? Ja, genau. Mein Zitat, was ich rausgeschrieben habe, wurde auch schon dummerweise genannt. Dann kann ich es noch mal erwähnen. Machst du das absichtlich? Kannst du es wirklich nicht? Und 10 Minuten später, ich kann es auch nicht. Ja, Arne hat gespoilert. Arne ist schuld. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Das war wirklich, das hätte man nicht besser schreiben können. Das ist so einfach so entstanden, diese Diskussion. Und dass ich es dann selber natürlich dann auch nicht konnte, war nochmal der Hammer, weil ich erst so voll arrogant so Ingo anmache und dann selber es halt auch überhaupt nicht hinkriege. Und dann kommt Dani von der Seite. Wieso, geht doch ganz leicht, zack, bumm. Könnt ihr vielleicht mal erklären, was am Ende das Problem war? Weil das versteht man ja natürlich nicht, wenn man das sich selbst gespielt hat. Man sollte es erst, Entschuldigung, ich muss es kurz sagen, weil wir haben da wirklich lange rumgerätselt. Warum können wir diesen Schlüssel nicht aufnehmen? Wir haben verschiedene Versionen probiert. Wir dachten, ist es ein kaputter Crack? Ist es irgendwas anderes? Wir haben da rumgerätselt und am Ende die Lösung war, Ingo, du kannst es sagen? Ja, der Sack. Der blöde, dumme Sack. Nein, Ingo schafft es immer wieder. Bitte? Alles gut, Ingo, mach mal weiter. Und zwar, ein Screen vorher, da lag ein Sack, also eine Tasche, die musste man aufheben. Und ohne Sack kein Schlüssel. Und also man kann den Schlüssel ohne Sack nicht aufnehmen. Ja, und das wussten wir nicht. Das stand in der Anleitung drin. Also scheinbar war es eine Art Kopierschutz. Und wir hatten das scheinbar einfach beim ersten Mal vergessen. Wir haben es halt nicht gemacht. Und der Danny hat es halt gemacht. Und ich hatte dann irgendwann mal gedacht, okay, meine Version ist kaputt, habe eine andere Version gestartet. Und dann ging es plötzlich, weil ich halt aus Versehen diesen Sack aufgenommen hatte. Und was halt urkomisch war, die Gesichtsausdrücke von Arne, das war göttlich, ja. Das ist halt, wie er mitgefiebert hat. Und dann immer, ja, Ingo, red was, ich will's sehen. Und das war sowas von genial. Also wir haben da geflucht, geschrien, gebrüllt und es war so emotional. Es war ganz, ganz großes Kino. Und wow, es gab noch eine andere lustige Szene, die hatte ich noch, und zwar mit einem Drachen, wo man da eine Granate drauf werfen musste und dann weitergeht. Und ich habe dann gefragt, ja, was passiert denn, wenn man jetzt wieder zurückgeht? Ja, dann meinte er, der Drache bleibt liegen. Und ich habe dann irgendwie den Weg gefunden, ich habe den Weg gesucht und nicht direkt gefunden, bin wieder zurückgegangen und da war der Drache wieder da. Da muss ich den Drachen wieder besiegen. Und das war halt auch irgendwie urkomisch. Also
Und dann die Hüftpassagen, das war also ein Unding. Also ich glaube, die ersten gingen noch, aber die späteren, da haben wir noch alle geflucht, weil da muss man wirklich pixelgenau auf irgendwelche Steine hüpfen. Und das war also, wow, das war echt sowas von gemein und fies. Und wir waren so fertig danach. Also, ja, aber dieser Schlüsselmoment, der ist einfach perfekt gewesen. Das war wirklich absolut super inszeniert. Und es war eben nicht inszeniert. Das ist ja der Punkt, Ingo. Das ist ja. Stimmt. Ja, es war nicht inszeniert. Ja, gebe ich dir recht. Also, man kann es eigentlich fast nicht vorstellen, dass es nicht inszeniert war. Weil auch der Chat, der ja mitgemacht hat, der hat dann halt auch, der war auch auf der falschen Fährte und hat gesagt, ja, leg mal die Waffen nieder, mach mal alle Waffen weg und versuch's dann mal. Und ja, einige schrieben auch einfach nur, heb doch einfach die Schüssel auf, Ingo. Und auch Arne, ja. Weil, wie gesagt, Arne hatte ja wirklich, hat er eben gesagt, das kam ja schon ja fast arrogant rüber. Jetzt mach das doch mal so blöd, kann man sich doch nicht anstellen. Und dann sagt Arne, jetzt zeige ich dir, wie es geht. Steht da vor und der Schüssel bleibt auf dem Rasen liegen. Als ich das gesehen habe, bin ich unter den Tisch gerutscht. Ich konnte nicht mehr. Es war so witzig. Es passiert auch oft im Videostammtisch, dass wir dann die Anleitung zu spät zu Rate ziehen, weil oft steht so ein Kram ja in der Anleitung und wir gucken irgendwie immer nicht rein. Also es ist schon komisch. Ja, wer liest denn Handbücher? Ja. Ich schaue es mittlerweile vorher mal kurz durch. So viel habe ich aus Last Ninja gelernt. Genau, also bei Last Ninja sollte man die Handbücher lesen. Das ist nicht unwichtig, weil da stehen halt wirklich einige Tipps drin und wahrscheinlich waren das halt damals auch Kopierschutzmechanismen. Wobei ich halt auch nicht verstehe, dass man dann halt auch nicht gesagt bekommt, ja, man kann den Schlüssel nicht aufheben, weil keine Tasche da. Oder ich kann den Schlüssel nicht aufheben. Also, dass man einen kleinen Hinweis bekommt, das ist halt auch dann etwas, ja, ich weiß nicht, ob es eine schlechte Spielmechanik ist. Ja, vor allem das Beste ist ja, es haben ja viele diesen Sack vorher zufällig aufgesammelt, früher oder auch jetzt. Und dann konnte man den Schlüssel aufheben. Haben aber natürlich gar nicht begriffen, dass sie den nicht aufheben könnten, hätten sie den Sack nicht mitgenommen. Das heißt, auch die, die es früher durchgespielt haben, hingen da jetzt wieder und kamen nicht weiter, weil sie vergessen haben, dass die Reihenfolge wichtig ist oder es damals Zufall war. Genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, dann kommen wir jetzt auch Richtung Fazit. Und da habe ich eine Frage noch an euch. Was ist so besonders an den Videostammtischen? Was mögt ihr da dran? Warum seid ihr dabei? Ich mache es einmal kurz, weil es halt unterhaltsam ist, weil man Sachen spielen muss, die man vielleicht sonst nicht gespielt hätte und weil sich eine Situationskomik ergibt, weil viele Leute das Gleiche spielen und man auch Hilfe bekommt, wenn man nicht weiterkommt. Und da war mal eine Folge für mich ganz toll, nämlich der allererste Videostammtisch, wo ich mich ja eigentlich geweigert habe mitzuspielen, nämlich da ging es um Prince of Persia, was ich selber nicht gerne spiele einfach. Und da hat Arne sich ja die Zeit genommen, mir eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang dieses Spiel mehr oder weniger zu erklären. Und das fand ich ganz toll. Und solche Sachen hat man nur im Videostammtisch. Ja. Schade, Miriam sagt noch eine Sache, die fasst auch gerade zusammen. Sie sagt, weil ihr alle so herrlich eine Waffel habt. Aber das ist es nicht. Also das kann ich auch bestätigen, Patrick. So geht es mir auch. Also ich finde es besonders schön, diese Spiele mal genauer kennenzulernen und dann wirklich echt mal weiterzukommen, zu vielleicht sogar durchzuspielen oder denen halt mal so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen und zusammen halt sich das dann so zu erschließen und zu erklären. Und ich finde, ich kann das jetzt viel mehr wertschätzen, wie cool diese alten Spiele sind, weil früher als Kind hatte ich so viele Kopien und ich habe die immer nur kurz 2 Minuten angespielt, nächstes Spiel so, ne? Und jetzt mal richtig, das mal richtig ernsthaft ein bisschen länger und auch natürlich mit viel Spaß, das ist schon cool. Länger zu spielen. Ja, und Manfred, wie siehst du das? Also für mich hat es halt vor allem viel Atmosphäre und es wirkt wirklich wie, dass man früher mit Kumpels beieinander gesessen ist und miteinander gezockt hat. Und ich hoffe, die hat auch schon viele Spiele mitgezockt, die wo ich gar nicht kannte und ja, die ich trotzdem versucht habe. Also es gibt immer was Neues. Ja, und Michael? Es hat so ein bisschen das Flair von diesen alten LAN-Partys. Nur, dass man halt eben jeder für sich spielt, aber man sitzt halt zusammen in einer großen Gruppe, man blödelt rum und versucht dann trotzdem nur einigermaßen ernsthaft ein Spiel zu spielen. Ich finde die Mischung einfach fantastisch. Man darf nicht vergessen, wo das herkam mit den Videostammtischen. Die haben sich ja als Notlösung eigentlich ergeben, als Corona anfing, als wir versucht haben, unsere Donnerstagstreffen bei uns im Museum irgendwie anders zu machen und haben gesagt, okay, dann machen wir, solange Corona ist, die Stammtische. Da können sich Leute, die uns kennen oder auch die
uns nicht kennen, einfach zuschalten und mitspielen. Und es war eigentlich schon nach wenigen Wochen klar, selbst wenn Corona jetzt irgendwann hoffentlich weg ist, die Stammtische werden wohl weitergehen. Und da auch nochmal ein Dank an alle, die uns bei Patreon unterstützen zum Beispiel, weil auch das sichert den Fortbestand dieses Stammtischgeschichten. Und ich glaube, das wird ein Format, das wird noch länger laufen, weil was sich daraus entwickelt hat, finde ich persönlich auch einmalig. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja, aber also waren die Videostammtische nicht Dannys Idee, ne? Wir müssen ihm auch nochmal danken dafür, oder nicht? Nee, die Idee war nicht von Danny, Doch, das war von Danny. Der hat das damals geplant gehabt. Ja. Der hat auch die Liste gemacht, wo wir uns eingetragen hatten. Und die ersten Videostammtische war von Danny. Das war die Idee. Ja, das geniale ist so, Idee, wirklich. Kann sich Danny gerne zuschalten. Ich glaube, wir hatten es vorher geplant, aber er hat die Struktur reingebracht. Aber ist ja völlig egal. Auf jeden Fall hat sich das daraus entwickelt und es war halt eine Notlösung für Corona, weil wir überlegt hatten, was können wir machen, wenn wir nicht live im Museum spielen dürfen. Das war der ausschlaggebende Punkt. Ich wollte auch noch gerade, bevor wir jetzt hier abbrechen, weil ich glaube, jetzt haben wir schon die letzte Minute, wollte ich auch noch ein paar Sachen gerade kurz sagen. Also ich finde halt auch, der Videostammtisch ist halt wirklich perfekt. Das ist halt so wie früher der Couch-Koop, wo man sich mit Kumpels getroffen hat und dann gemeinsam ein Spiel gespielt hat. Und es ist halt auch schön, die Spiele, also alte Spiele neu zu erleben, weil ich kenne ja halt auch nicht alle Spiele. Und es ist halt, es macht halt einfach Spaß, mit Kumpels zusammen zu zocken. Und das ist halt so wie der Vorläufer der LAN-Party, was wir hier machen. Und es ist halt ein irrsinniger Spaß. Und ich hoffe auch wirklich, dass sich vielleicht jetzt, wenn der eine oder andere das jetzt sieht, dass er sich halt auch da mal am Donnerstag zu uns gesellt und einfach mal mitzockt. Ja, das ist einfach eine super Laune, ein Gaudi, weil die Leute sind cool und es macht einfach einen tierischen Spaß. Und ich bitte auch nochmal einen kleinen Spendenaufruf jetzt hier für die Gala, also für den Retro-Kompott und hier für das Museum. Das ist halt wirklich wichtig, dass halt auch diese Spielekultur weiter überlebt und auch uns erhalten bleibt, damit wir halt das in Zukunft auch weitermachen können hier. Ja, und wir danken dir auch nochmal, dass du den Top-3-Talk in die Wege gebracht hast, unser Audioformat, weil ich hätte auch niemals gedacht, dass irgendwann in unserem Podcast-Kanal über furzende Sit-Geräusche und Ähnliches gesprochen wird. Und eine Sache habe ich auch gelernt, ich mache niemals mehr Witze, über was man keinen Top-3-Talk machen kann, denn alles, was ich irgendwann mal gesagt habe, hast du dann doch irgendwann zu einer Sendung verwurstet und die war am Ende unterhaltsam. Also auch danke für dieses tolle Format, da freuen sich auch immer viele drüber, wenn da eine neue Folge kommt. Fangt mit der ersten Folge an, wenn ihr es noch nicht kennt, Top 3 Talk weinende Männer, weil wir fangen echt fast alle an zu weinen dann, als wir da über die Spiele sprechen, die emotional sind. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und heute gibt es noch genug Talks, da wird auch wieder der Top 3 Talk mit Sicherheit dabei sein. Vielleicht taucht jetzt Yolanda nicht mehr ganz so oft auf, die haben wir jetzt abgefrühstückt, sag ich mal, aber man weiß ja nie, was hier so passiert. Wir machen jetzt nochmal unseren Trailer und dann gehen wir in ein hochspannendes Panel, wo wir auch nicht genau wissen, was passieren wird. Mal schauen.